Oh, da ist der Rex. Was ist denn das für ein Rex? Jurassic Park Tyrannosaurus. Oh, der hat mich gesehen. Oh nee, der hat mich betäubt. Ich bin betäubt. Oh oh. Hallo und willkommen zurück auf Crystal Isles. Natürlich wieder im tiefsten Monsunklima hier. Regnet wie die Hölle. Und das auch schon wieder ziemlich lange. Egal, wir lassen uns nicht abschrecken. Wir sind ja nicht aus Zucker. Bevor wir loslegen, erstmal ein riesengroßes Dankeschön an euch. Danke für euren Mega-Support, für eure lieben Comments und all die Likes und so weiter und so fort. Ein riesen Shoutout an den Rudelführer, den Tipi-Rudelführer Dark Piccolo. Ganz lieben Dank für deinen Support. Ein ganz herzliches Willkommen natürlich an alle, die in letzter Zeit neu dazugekommen sind auf dem Kanal. Ich wünsche euch natürlich super viel Spaß mit den Videos. Und wenn euch die Videos gefallen, vergesst nicht zu abonnieren, dann landen alle neuen Videos automatisch in eurer Abo-Box und ihr seht die sofort. Okay, dann können wir jetzt eigentlich loslegen. Ich bin jetzt über den Sümpfen und ich habe tatsächlich einen Plan für heute. Wer speziell die Ark-Videos guckt, meint vielleicht, ich hätte generell keinen Plan. Aber das stimmt so gar nicht. Wir haben einen großen Plan für jede Episode. Da kommt nur immer ziemlich viel dazwischen. Und der Plan für heute ist, dass wir mal gucken, ob wir uns einen Otter organisieren können. Die gibt es aber, glaube ich, nicht hier. Da müssen wir mal gucken, wo es die gibt. Ich habe bis jetzt noch keine gesehen auf Crystal Isles. Und das zweite Tier, was wir unbedingt brauchen für unseren Park, ist der Smilodon. Das heißt, den gucken wir jetzt mal zuerst, ob wir den finden können. Den haben wir nämlich in diesen Sümpfen hier schon mal entdeckt und dementsprechend bin ich jetzt wieder hier. Wir suchen die ganze Gegend mal ab und schauen, ob wir irgendwo so einen lokalisieren können. Den brauchen wir auf jeden Fall für unseren Park. Hier unten ist irgendwie so ein größerer Schafzahn unterwegs. Oh oh, da fällt ein Baum um. Das ist kein so gutes Zeichen, dass irgendwas Großes in dem Wald. Wir landen jetzt trotzdem mal ganz vorsichtig. Und gucken. Oh, da ist noch so einer, ne? Ich glaube, das ist ein Saurophaganax, oder? Die sehen für mich jetzt so aus. Oh oh. Irgendwer hat geschrien. Und irgendwer trampelt. Da könnte auch ein Giga sein, ne? Ich bin so ein bisschen nervös. das ist, glaube ich, ein Saurophaganax. Das ist da rechts. Der sieht genauso aus. Müssen eigentlich die gleichen sein. Ich glaube, das sind Gigas. Bin mir nicht sicher. Ich würde die gerne einmal abchecken, bevor wir die abknallen. Und das ist echt gefährlich hier, wenn man nichts sieht. Schauen wir mal, ob wir hier landen können. Sicher landen können. Okay. Ansonsten ist hier eigentlich nichts. Ne? Das sind nur die beiden. Das ist einmal der da. Giganotto Level 50. Okay, das sind zwei Giganotos. Ansonsten ist hier nichts. Das heißt, wir fliegen einfach mal weiter, denke ich. Bevor uns hier noch irgendwas zustößt. Die sind bestimmt nicht ungefährlich. Wir haben ja so einen schon. Die sind zwar nicht so gefährlich wie die großen Gigas, aber die sind auch nicht ungefährlich. Was ist das denn? Das sind irgendwelche Deinonychus-artigen. Wollen wir die auch mal abchecken? Ja, landen wir hier mal kurz. Gucken, was das ist. Boah, jetzt sind wir schon viel zu nah dran. Wir machen bestimmt gleich Stress. Das sind Velociraptoren. Nublar. Isla Nublar. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche wir jetzt schon haben. Wir haben... Nublar haben wir gar nicht, oder? Wir haben doch die... Oh, welche haben wir? Da gibt es, glaube ich, zwei oder drei unterschiedliche, ne? Haben wir nicht Isla Sorna oder so ähnlich? Ich glaube, da müssen wir mal einen mitnehmen. Ja, ich glaube, da schnappen wir uns mal einen von denen. Das Problem ist, das sind zwei, also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Haben wir Kletterhaken dabei? Die wären jetzt praktisch. Ich guck mal, ob wir Kletterhaken haben. Nee, wieso nicht? Die müssen wir unbedingt mitnehmen. Okay, die kommen eh schon. Aber nicht im Wasser. Oh, der schläft nicht. Jetzt aber.
Okay, der ist wohl ein bisschen größer. Das ist auch der hübschere, ne? Der leuchtet halt auch so. Das ist ein 140er. Und das ist auch ein Isla Nublar. Der ist nur Level 60. Oh, die wachen ziemlich schnell auf. Wir geben dem mal so ein Steak. Ich glaube, wir nehmen nur einen mit. Das müsste reichen. Der kriegt drei. Ich habe sogar Schafsfleisch organisiert für heute. Damit die Dinos auch das Leckerste kriegen, was sie kriegen können. Den lassen wir einfach liegen und den hier nehmen wir mit. So ist der Plan. Funktioniert das? Jawohl! Super cool! Der hat alles aufgefressen. Dann versuchen wir mal, den hier in so einen Cryopod zu packen. So. Dann können wir den anderen hier weiter schlafen lassen. Bam! Isla Nublar. Also ich glaube, dass wir die noch nicht haben. Müssen wir mal gucken. Gut, dann gucken wir jetzt weiter. Wir wollen ja eigentlich so ein Smilodon. Mal schauen, ob wir irgendwo so einen finden. Das ist auf jeden Fall total interessant hier in den Sümpfen. Hier läuft alles Mögliche rum. Die Raptoren kannte ich hier noch nicht. Okay. Das sieht wieder aus wie so ein Giga oder sowas. Die schleichen hier überall durch die Wälder. Oh. Haben wir sowas schon? Der schwimmt hier durch die Gegend. Das ist so ein... Wie heißen die? Die ganzen Dinos. Das sind schon wieder viel zu viele Dinos. Das sind Basilosaurus, oder? Nee, das sind die falschen. Das sind die Fische. Oh, oh. Das sind die da. Der hat mich auch schon gesehen, wie es klingt. Den müssen wir nochmal abchecken hier im Wasser. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob wir da schon einen haben. Da vorne schwimmt noch einer, ne? Vielleicht sind das ja auch besondere. Aber die sehen ziemlich normal aus. Oh, das ist ein Sarko. Gut, wir müssen mal irgendwo zwischenlanden oder wir nehmen einfach das andere Fernglas. Das ist halt, wir können ja dieses Fernglas nehmen, ne? Das ist ein bisschen einfacher. Das sind Baryonyx, richtig. Ganz normaler Baryonyx. Was ist das? Das ist ein Dinosuchus. Level 20. Okay. Der Baryonyx jagt hier den Parasaurus. Sollen wir den Dinosuchus mitnehmen? Der ist halt nur Level 20, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Sieht aus wie ein Sarko eigentlich. Wir brauchen sowas. Gut. Ich glaube, wir nehmen den auch mit. Wir müssen aber den Giga erst wegräumen, ne? Der macht uns einen Stress. Ansonsten ist hier nicht viel. Machen wir mal so eine Zwischenlandung hier. Da fällt schon wieder was runter. Das ist ein Raptor. Irgendeine Art Raptor. Oh oh. Wo ist der? Der macht Geräusche. Sollen wir den erstmal betäuben? Ich nehme mal die Betäubungsrifle raus. Okay, da ist er. Habe ich ihn gerade gesehen. Oh, da läuft er. Nein, nein, nein. Was war das? Der hat mich one-hitted. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, wir müssen erstmal nach Hause. Wir müssen Daniel retten. Oh Gott. Ja, wir respawnen jetzt erstmal. Ja, wir haben ja eigentlich Rüstung an. Und die war jetzt nicht komplett verkehrt. Was war das? Oh oh. Ich habe kein gutes Gefühl. Jetzt haben wir einen Timer auf dem Bett. Sind wir noch irgendwie vergiftet oder was? Wir probieren mal das andere Bett. Wir können ja reisen. Wir haben jetzt einen Timer auf dem einen Bett. Das heißt, da müssen wir jetzt einen Moment warten. Ich kann nicht respawnen. Jetzt schon. Was ist das? Oh oh. Da stimmt irgendwas überhaupt nicht. Was kann das denn sein? Okay, das war jetzt ein bisschen komplizierter. Das war was Neues. Das kannte ich so noch nicht. Übrigens habe ich jetzt das Spiel neu gestartet. Und die Sachen liegen noch hier. Das ist auch neu. Normalerweise, wenn der Server neu startet, werden ja alle Sachen despawned. Jetzt ist es aber so, dass die Items noch hier liegen. Ich kann die aber nicht sehen. Wir können mal schauen, ob ich die auch aufheben kann. Sieht so aus.
Also das ist schon mal ganz cool. Das ist eine coole Neuerung, dass die Timer praktisch nicht resettet werden, sondern stillstehen, bis der Server wieder startet und dann die Items noch da liegen. Das ist eine coole Geschichte. Das kenne ich noch nicht. Ich weiß nicht, seit wann das so ist. Das wurde wohl jetzt vor kurzem geändert. Und was nicht so cool ist, ich bin gestorben, weil wir hier minus 999 Grad hatten. Das geht in Ark. Also gibt es scheinbar kein Limit oder sowas. Jetzt haben wir wieder 25 Grad. Ich weiß nicht, wodurch der Bug hervorgerufen wurde. Also ob das dadurch kam, dass ich jetzt angegriffen wurde oder ob das jetzt ein Map-Bug ist, da müssen wir dann gucken. Ich hoffe einfach mal, dass das nicht wieder vorkommt. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, woran es liegt und was wir machen können, um das wieder zu fixen. Das ist leider nicht so einfach, muss man da so ein bisschen... da braucht man ein paar Cheats für, um dann zu überleben. Und dann hilft eigentlich nur ein Neustart, was anderes kann man da nicht machen. Und der Neustart hat das jetzt scheinbar wieder gefixt. Na gut, wir fliegen jetzt einfach mal weiter und tun so, als wäre nichts passiert. Der Raptor hätte mich jetzt trotzdem interessiert, aber der ist natürlich schon über alle Berge. Wir waren ja hier unterwegs. Ja, der ist nicht mehr hier, ne? Die sind echt gefährlich. Die sind super schnell und hier in den Dschungelbüschen, da sieht man halt auch nicht, wenn die kommen. Da können die sich ziemlich schnell anschleichen. Okay. Wir wollten ja eigentlich das Sarkosuchus. Das heißt, wir gehen mal hier runter. Oh, da ist wieder einer. Das ist halt so gefährlich hier. Okay. Check. Was bist du? Das ist ein normaler Raptor, ne? Okay. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Gut. Wie machen wir das am klügsten? Wo ist denn der Giga hin? Oh, ist das gefährlich hier. Wir fliegen mal runter an den Strand. Da ist ein Parasaurus. Der wird auch schon wieder von irgendwem gejagt. Ich sehe aber niemanden. Das Sarkosuchus müssen wir wahrscheinlich auch an Land betäuben. Ich denke mal, dass das auch Sauerstoff braucht. Also das im Wasser zu betäuben wäre wahrscheinlich keine gute Idee. Das hieß ja Dinosuchus, ne? Das ist ja kein Sarkosuchus, deswegen wollen wir das ja, weil das was Besonderes ist. Ich glaube, das wurde schon gefressen. Ja, also das hat jetzt ein bisschen unsere Planung durcheinander geworfen. Wir fliegen jetzt einfach mal weiter und gucken, was wir noch so finden. Das ist echt nicht ungefährlich hier. Okay. Wir wollen ja eigentlich sowieso so ein Smilodon. Ich lasse mich nur immer wieder ablenken. Jetzt wissen wir, dass es hier auch Dinosuchus gibt. So eine Art Sarko. Das sind... Oh, das sind Deinonychus, ne? Sind Sie fragen, ob wir die schon kennen? Oder ob das besondere Deinonychus sind? Ich glaube, wir wechseln mal. Oder wir nehmen nochmal dieses Fernglas. Wir sollten fast Ferngläser wechseln. Das hier ist halt einfach viel praktischer, aber das andere ist irgendwie so cool. Wir müssen ja auch mal andere ausprobieren. Deinonychus. Ich glaube, das ist der, den wir schon haben, ne? Es könnte natürlich auch der Vanilla-Deinonychus sein. Aber der wird nicht groß geschrieben. Die sind ja irgendwie komplett groß geschrieben. Das ist alles komisch. Die sind teilweise schwer auseinanderzuhalten. Auf jeden Fall haben wir schon einen Deinonychus. Aber wir haben noch keinen Smilodon. Ich fliege mal ein bisschen weiter und schaue, ob ich hier irgendwo einen Smilodon finde. Ich weiß nicht genau, wo es die noch gibt. Die gibt es auf jeden Fall hier in den Sümpfen. Und soweit ich weiß, mögen die Viecher Sümpfe. Also die gab es, glaube ich, früher auch wirklich in den Sümpfen. Das heißt, wir müssten die eigentlich hier irgendwo finden. Das ist jetzt mal meine Hoffnung. Das ist ein Kano? Da steht ein Diplodocus oder sowas? Was ist das? Ist das ein normaler T-Rex? Ja, das muss ein normaler T-Rex sein. Da unten ist was gelaufen. Das sah aus wie eine Katze. Habt ihr das gesehen? Der macht ganz schön Terror, der Rex.
Wow, was ist denn hier los? Das sind zwei Enkis. Die sehen aus wie Jurassic Park Enkis. Au, au, au. Das sind Raptoren. Hier sind Mücken. Mach mal die Mücken weg. Die schaffst du bestimmt, oder? Oh, oh. Die machen hier überhaupt keinen Schaden. So. 150er Mücke. Die Raptoren fressen den... Was ist das denn? Saurofaganax? Wir gehen mal hier runter. Da ist ein Raptor. Der will, glaube ich, uns. Das war ein Jurassic Park Raptor. Und die fressen sich gar nicht gegenseitig. Die haben irgendwen anders gefressen. Tyrannotitan, den haben wir auch noch nicht. Den kennen wir noch nicht. Hat uns jemand gesehen? Da ist ein Frosch. Überall Raptoren. Okay, wir nehmen den Tyrannotitan mit. Ich habe aber hier was Katzenähnliches gesehen. Also wir müssen mal die Augen offen halten. Vielleicht ist hier irgendwo so ein Smilodon unterwegs. Jawohl. Ich hoffe, der schläft da ziemlich schnell, weil hier kann ich nicht lang weglaufen. Oh, der schwimmt. Das sieht ja cool aus, wenn der schwimmt. Oh, oh. Okay, er schläft. Jetzt kommt auch noch der Raptor. Den wollen wir aber nicht mitnehmen. Alles gut. Wir sind sicher. Momentan. Okay. Tyrannotitan. Der ist Level 45. Waren das alles? Das sind alles Jurassic Park Raptoren, denke ich mal. Das war ein. Das ist ein normaler Raptor. Das ist ein Mischrudel. Wir machen den auch mal weg. Gut, der lebt noch. Was ist das für ein Monster? Jurassic Park Raptor. Der knurrt und faucht. Das sind noch mehr Raptoren. Und so ein Haifisch, oder? Das könnte so ein Stethecanthus sein. Ja, ist es auch. Und ein Jurassic Park Raptor. Mann, haben wir hier viel Action. Ja, und das hier sind Jurassic Park Enkis. Da steht schon einer bei uns rum, soweit ich weiß. Es gibt so viele Dinos hier. Okay, wir füttern den jetzt mal. Der kriegt natürlich auch Schafsfleisch. Friss mal was davon. Dann gucken wir mal, wie lange das dauert. Der hat 1800 Hitpoints. Also ist ein kleineres Tier. Ich weiß nicht, warum der Titan heißt. Tyrannotitan. Das klingt eigentlich super gefährlich, ne? Aber der ist jetzt gar nicht mal so groß. Okay. Dann warten wir einen Moment, bis der auszähmt. Und solange können wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo so eine Katze sehen. Oh, da ist der Rex. Was ist denn das für ein Rex? Jurassic Park Tyrannosaurus. Oh, der hat mich gesehen. Oh nee, der hat mich betäubt. Ich bin betäubt. Oh oh. Irgendwas beißt mich. Mücken. Was macht denn der T-Rex? Okay, das ist eine 90er Mücke. Oh, selbst die Mücken sind so gefährlich, dass man da eine Schrotflinte für braucht. Okay, oder so eine Hightech-Shotgun, wie wir sie haben. Ich weiß nicht, dem Rex geht's nicht mehr so gut. Aber das war ja zu erwarten. Wir brauchen auch diese Basic Dinosaur Genomes. Und die bekommen wir, glaube ich, nur von den Jurassic Park Tieren. Da müssen wir mal gucken, dass wir sowas einsammeln. Oh! Noch eine Mücke! Die. Oh, so ein Stress hier. Das ist dann auch wieder so ein Plan. Wir müssten mal irgendwann losziehen und ganz viele von diesen Genomes sammeln. Und diese Dinosaurier-DNA, die können wir dann für unsere Forschungen verwenden. Oh, er ist ausgezähmt. Alles klar, du brauchst einen Sattel, ne? Jawohl. Dich packen wir erstmal ein. So. Und dann wirst du zu Hause gesattelt. Tyrannotitan. Der hat so Kanogröße, ne? Gib mal das restliche Fleisch her. Okay, wieso hatte der denn Fleisch an Bord? Hat der irgendwie gefressen? Ja, der muss einen Raptor gefressen haben. Das hier sind ja normale Raptoren. Das ist ein Jurassic Park Raptor.
könnte mal gucken, ob der Genomes gibt, wenn wir den abbauen. Nee, der gibt nur Fleisch und Leder. Gut, jetzt müssen wir noch eine kurze Runde fliegen und gucken, ob wir die Katze wiederfinden. Das wäre noch wichtig. Oh, da ist irgendwas Spino-ähnliches. Okay, also hier kommen wir auf jeden Fall wieder her. Mega interessantes Gebiet. Hier gibt es Spinos. Spinos haben wir auch noch nicht im Park. Die brauchen wir auf jeden Fall. Da ist eine Riesenkrabbe. Und da ist dieses katzenähnliche Ding. Und hier ist wieder so ein Sarko-Ding. Ich glaube, die Krabbe frisst jetzt die Katze auf. Das ist halt ein bisschen zu gefährlich für uns eigentlich. Das ist ein normales Sarko. Wenn das mich packt, dann haben wir ein Problem. Albertosaurus. Oh, ich komme mir vor wie ein Spielzeugparadies. Was ist das? Das ist ein Giga, ne? Der hat die Katze sicherlich aufgefressen. Die hat keine Chance gegen ihn. Da brauchen wir gar nicht gucken. Das war's dann wohl wieder mit der Katze. Die Katzen sind halt hier eher die Schwächeren, ne? Die müssten hier im Rudel arbeiten. Aber das sind scheinbar Einzelgänger. Albertosaurus. Den nehmen wir jetzt mal nicht mit. Wir haben schon Tyrannotitan. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo noch so eine Katze sehen. Das wäre jetzt der Plan. Wenn wir keine Katze mehr finden, dann würde ich sagen, fliegen wir erstmal nach Hause und kommen halt wieder. Das ist eins der interessantesten Gebiete hier, dieser Sumpf. Das ist super spannend. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein gigantischer Pegomastax. Das ist ein ganz normaler Caprosuchus. Der läuft so komisch. Der läuft wie ein Pegomastax. Was ist das denn? Ah, das ist so ein Mini-Trike, ne? Das kennen wir, glaube ich. Die sind aggressiv, da müssen wir aufpassen. Das ist ein ganz normaler Caprosuchus. Der geht vielleicht komisch. Das da ist ein Ichthy. Oh, nicht gut. Genau, das ist ein Xenoceratops, den haben wir schon. Da im Wasser ist ein Dimetrodon. Oh. Und da hinten sind die großen Jurassic Park Trikes. Davon brauchen wir auch eins. Okay, wir sacken jetzt so ein Trike ein und dann kratzen wir die Kurve. Weil die brauchen wir sowieso. Und dann müssen wir wiederkommen für die Katzen. Und die Otter müssen wir, glaube ich, woanders suchen. Otter haben wir jetzt nicht gesehen. Hier gibt es nur Frösche. Oh, und hier gibt es ziemlich viele von den Dingern. Die müssen wir mal. Oh, ein Pegomastax. Auch nicht cool. Noch einer. Zum Glück greifen die alle Daniel an. Der hat nicht so viel, was man ihm klauen kann. Mal den auch noch weg. Okay. Jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer. Gut. Also hier gibt es auch die Metrodons und Diplocaulus. Die haben wir auch beide noch nicht. Das sind 140er. Ich glaube, wir nehmen das 140er. Ich lasse Daniel einfach mal stehen. Das ist ein Petri, der tut uns nichts. Und dann fangen wir hier einfach an. Ich lade nochmal durch. Könnte sein, dass wir da ein paar mehr Darts brauchen. Oh, ist das schnell. Was zum Teufel? Wieso ist das so schnell? Ich steck fest. Ich steck fest. Okay. Ich bin komplett festgesteckt. Ich weiß nicht, was das war. Als hätte mich das Trike gepackt. Da muss irgendwas mit dem Felsen gewesen sein. Also heute sterben wir ein bisschen häufiger irgendwie. Vielleicht hätte ich mich lieber auf den Felsen stellen sollen, aber ich wusste ja nicht, dass die sich praktisch beamen können. Die sind ja ultraschnell. Gut, dann schnappen wir uns jetzt die Wyvern. Kommen mit der Wyvern wieder. Retten Daniel wieder. Und okay, sieht aber alles safe aus. Also der Bug war scheinbar eine einmalige Sache. Das ist schon mal gut. Puh. Okay. Wir schnappen uns unsere wunderschöne Wyvern, gehen Daniel retten und dann versuchen wir das nochmal mit dem Trike. Die sind mordsgefährlich. Wir brauchen, glaube ich, bessere Rüstung. Also es wird hier irgendwie von Tag zu Tag gefährlicher. Das ist auch so ein Trike-Rudel, ne? Eigentlich hätten wir die direkt hier zähmen können. Dann müsste ich nicht so weit laufen. So, da sind wir auch schon wieder. Hat einen Moment gedauert, die Location zu finden. Die ist nämlich nicht auf der Map eingezeichnet. Aus irgendeinem Grund. Falsch. Hier. So.
Okay. Ja, wir brauchen bessere Rüstung. So viel haben wir mal dazugelernt heute. Ich muss mir unbedingt eine bessere Rüstung organisieren. Die ist jetzt auch komplett kaputt. Also wir müssen super duper vorsichtig sein. Ich packe jetzt mal die Wirren wieder ein. Das ist ein bisschen spannend heute alles. Ich weiß nicht, warum es so gefährlich geworden ist. Da gibt es ein paar richtig, richtig gefährliche Tiere da draußen. Das nehmen wir mal mit. Fisch ist auch wichtig. Primal Crystal, wo hast du die denn her? Okay. Eigentlich ist es hier ganz sicher, ne? Solange man sich nicht mit den Trikes anlegt, ist alles gut. Aber genau das wollen wir ja jetzt wieder machen. Aber die sind super OP, also wir müssen uns irgendwie eine Stelle suchen, wo die nicht hochkommen. Ansonsten macht es uns sofort fertig. Das ist irgend so ein Turbo-Trike. Das hatte ja 300 km/h drauf. Oh, da sind wieder Vögel. Einer weniger. Hier oben sind auch Trikes. Wir müssen dann die Gegend so ein bisschen sichern, weil sonst kommen die aus allen Richtungen. Oh, das ist nur ein Kompi. Bist du lieber Kompi? Das ist ein ganz normaler Kompi. Ich glaube, der ist lieb. Das Trike machen wir mal weg. Okay. Oh, jetzt werden es zu viele. Nein! Jetzt waren sie nicht mehr lieb. Bist du lieb? Ja. Die werden immer ein bisschen übermütig, wenn es zu viele sind. Einer geht. Okay. Jetzt haben wir da unten noch zwei Trikes. Wir wollen das 140er. Das ist das da. Das ist ein 85er. Wenn ich das mit einem Schuss töten kann, dann sollte das andere eigentlich nicht aggressiv werden. Oh, es kommt. Nicht zu weg. Oh. Okay, da ist es. Das verfolgt mich immer noch. Wir gehen mal da oben hoch. Das ist ein Felsen, wo es hoffentlich nicht hochkommt. Das sieht gut aus. Landen wir mal hier. Wenn wir das hier einklemmen können, dann kann es auch nicht so schnell abhauen. Kommt es? Nö. Was ist denn? Ich glaube, ich sehe es. Da hinten zwischen den Bäumen sind Tiere unterwegs. Das ist das 140er. Treffen wir das von hier? Ich denke eher nicht, ne? Wir können es probieren. Wir haben ja ein gutes Scope drauf. Jawohl, es kommt. Oh oh. Kommt es wirklich? Ja, das steckt nur irgendwo fest. Wenn wir Pech haben, dann fängt es jetzt an zu fliegen und springt irgendwo über einen Stein und kommt doch irgendwie hier hoch. Das ist ein ziemlich schnelles Strike, also da müssen wir echt vorsichtig sein. Ist es hinter dem Petri da unten? Nee, das ist ein 95er. Das ist da hinten. Das hat sich schon wieder beruhigt. Treffer! Das kommt da zwischen den Bäumen nicht durch. Das ist einfach zu groß und zu dick. Okay, es kommt. Das ist mega schnell. Oh oh. Wir wissen schon, das braucht viele Darts. Aber jetzt ist es müde. Oder? Ja. Perfekt. Ist es das Richtige? Ich glaube. Das flieht. Oh oh. Was ist das? 95er. Das machen wir weg, wenn es wieder kommt. Die haben einen ganz, ganz dicken Schädel. Das heißt, wenn man die von vorne angreift, dann kann man nicht so wirklich viel ausrichten. Ich glaube, das hat sich beruhigt, oder? Ja, das können wir leben lassen. Alles gut. Wow, also ob die gezähmt auch so schnell sind? Bären haben wir ja ein paar dabei. Das wird jetzt ein bisschen länger dauern, das auszuzähmen. Das ist also ein Pflanzenfresser. 12%. Aber das hat schon Hunger, also es geht relativ schnell. Puh, schon zweimal gestorben. Das hatten wir länger nicht mehr. Obwohl, wir haben ja auch diesen... Wer war denn das? Diesen verrückten Rex, ne? Das Rexy, genau.
Der Rexi-Rex, der war ja genauso gefährlich. Der hat mich auch betäubt, ne? Und das war bis jetzt der einzige Dino, der mich betäubt hat. Und heute wurden wir schon wieder von so einem anderen Rex betäubt. Also es gibt diverse Tiere, die uns hier durch ihr Gebrülle irgendwie betäuben können. Und dann auch immer gleich für 3 bis 4 Sekunden. Das ist halt schon tödlich. Das war schon wieder ganz schön knapp. Okay. Aber ich denke, wir sollten jetzt hoffentlich heil nach Hause kommen. Ich setze mich am besten mal auf Daniel, solange hier nichts ist. Weil, wenn ich gebissen werde, bin ich garantiert ein One-Hit. Nach dem, was wir heute so gesehen haben. Ich habe übrigens auf dem Rückflug hier, als ich meine Sachen wieder gesucht habe, habe ich schon wieder 2 Katzen gesehen. Also die gibt es hier überall. Wir müssen einfach nur ein bisschen suchen. Und ja, wir müssen wiederkommen. Das schaffen wir heute nicht mehr. Wir nehmen die jetzt mal, wir nehmen das Strike hier noch mit. Und dann haben wir, glaube ich, schon wieder 3, 4 Tiere. Ne? Wir haben so ein Raptor. Ah, das ist die Vivian, genau. Wir haben den Tyranno-Titan und wir haben das Strike. Und die müssen ja dann auch noch gesattelt werden. Ich bin super gespannt, ob das Strike auch so ein Speed-Strike ist, wenn wir das gezähmt haben. Das hat ja nur 100% Movement-Speed. Also ich habe keine Ahnung, was mit dem Strike verkehrt ist. Das ist ja mindestens 3-mal so schnell wie ein normales Strike. Wir haben ja jetzt schon, ich glaube, 3 Strikes. Wir haben ein normales Strike. Wir haben so ein, wie hieß das genau? Das, was den Skin drauf hat. Styracosaurus heißt es, glaube ich, ne? Das ist auch so ein Trike-Unterart. Und dann haben wir noch den Xenoceratops. Und möglicherweise haben wir noch eins. Wir haben auf jeden Fall schon viele Trikes. Das sind ja alles ganz ähnliche Tiere. Mal gucken, was das hier so drauf hat. Das sehen wir dann aber in der nächsten Episode. Ich musste gerade feststellen, dass uns die Zeit schon wieder davonläuft. Ich bin super gespannt, was der Tyranno-Titan drauf hat. Und natürlich dieses verrückte Psycho-Trike hier, was uns da so übel zerlegt hat. Auch wenn es dabei Hilfe von diesem Stein hatte. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!